So, meine lieben Freunde, Hallöchen, Puppöchen und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Ja, Hogwarts Legacy. Part L Nummer 60 müsste das jetzt sein, oder? Mal gucken. Jupp. Passt. Oh je, weißt du, da fängst du an, Aufnahme zu schreiben, dann schreibt die Mutter. Okay. Tja. Wollen wir mal, ne? Ich hab mich jetzt mal ganz entspannt. Komm frisch von der Arbeit und hab mir gedacht, ja, so Hogwarts könntest du mal wieder anpacken. Und da ich ja mit dem Spiel nicht so richtig warm werde, aber auch nicht so richtig kalt, muss ich tatsächlich gestehen, entweder jetzt oder gar nicht. So. Machen wir mal weiter. So, nebenher kann ich mich noch in die Massagematte setzen. Oh, super. Kann ich jedem nur raten, hier so eine Massagesitzauflage zu holen. Die passt auch auf genüsslich auf die ein oder andere Couch. Einfach, um sich mal ein bisschen zu entspannen. Ab einem gewissen Alter braucht man das tatsächlich. So, oh, jetzt habe ich mich fast vorbereitet. Jetzt fehlt mir nur noch ein Stift zum Aufschreiben. Ja, da liegt natürlich noch auf dem Schreibtisch. Das kommt davon, wenn man sich wie so ein fauler Gammler nach der Arbeit auf die Couch und vor den Fernseher rumlümmeln will. Zeitgleich aber noch den PC anmachen muss, damit meine Capture Card den ganzen Kram stapelt. So, triff dich mit Poppy Sweeting. Ja, das machen wir natürlich. Sollte ich vielleicht auch den richtigen Weg laufen? So, da oben. Da oben. Warte mal. Kann ich mich auch ducken? Nee, ne? Ich muss mich erstmal mit der Steuerung wieder befassen. Aber aktuell gibt es halt drei Spiele, auf die ich halt aktuell gerade sehr abfahre. Und zwar morgen Stellar Blade. Das habe ich mir gestern vorbestellt und ich dachte, das kommt gestern schon. Sonst wäre ich noch in den Mediamarkt gefahren, aber Amazon sagt, kommt dann doch erst morgen raus. Protego! Ja, ich würde sagen, wenn sie diese Macht besitzen, benutzen sie sie falsch. Ich habe keine Ahnung, was die 10.000 da gerade gesagt haben. Ich hätte es gerne gehört. So, aber hier gibt es zwei Schwarzmagier. Ich meine, ich hätte auch einfach mit Besen drüber fliegen können. Aber ein bisschen was von der Welt will ich schon mitnehmen. So viel muss man sagen. Optisch und von der Welt her ist es halt einfach schön. Oh, warte mal, da ist noch jemand. Nur mit dem Kampfsystem werde ich halt noch nicht so richtig warm. Oh. Du bist ziemlich leichtsinnig. Ist es passiert? Was hält sie denn von Was hältst du von Feuerbomben, du Lappen? Ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen laut. Mache ich die Capture Card mal ein bisschen leiser? Also für mich ist das super tatsächlich, weil ich da ein bisschen mehr schreie. Bin ich gar nicht so übel. Aber
Lautstärke Mixer. Wunderbar. Ich weiß nicht, warum die immer auf 100% geht. Ich stelle die immer auf 65 ungefähr, damit es nicht ganz so extrem ist. Obwohl 65 finde ich jetzt, glaube ich, auch ein bisschen viel. Machen wir mal. Machen wir mal 80. Komm, das sollte hinpassen. Machen wir es hier noch ein bisschen leiser. Wunderbar. Das läuft. Sieht zumindest jetzt ganz gut aus. So. Oh. Die Mutti mal wieder. Die hat jetzt die Sticker in WhatsApp für sich entdeckt. Und jetzt spammt die mich mit diesem Kram zu. Und ich bin gar nicht so der kitschige Typ. So, ab und zu mal ein Smiley. Das ist das höchste der Gefühle, was man von mir verlangen kann. Sammlung aktualisiert. Grausamkeit 3. Okay, das ist vielleicht ganz gut. Aber der Rüstungsumhang war jetzt nicht unbedingt so geil. Achso, Mega-Power-Tränke sind voll. Fuck. Ich dachte schon, was war das denn jetzt? Ja, ich hab's gelesen, danke. Ach, ich weiß nicht, was das aktuell ist mit der, in der Gaming-Branche. Bombarde. Jetzt ist Schluss mit der Wilderei. Das waren doch nur Schwarzmagier. What the fuck? Lumos. Lumos Maximus. Das könnte gefährlich werden, wenn ich nicht aufpasse. Ach, wir sind hier in einem Videospiel. Ich habe das Gefühl, das war Quatsch. Rebellion. Aber nicht diese Krypta. What the fuck? Warte mal. Moment. Wie kommen da Steine hin? Wie kommen da Pilze hin? Wenn es hier nicht weitergeht. Soll ich hier noch nicht hin? Fehlt mir dazu was? Rebellion. Ich habe das Gefühl, dass das alles nicht so... Naja, gut, ist halt so. Mein Entdeckerdrang hält sich gerade so ein bisschen in Grenzen, weil ich eigentlich ganz andere Vorfreuden habe. Kann ich nicht auch einen Hirsch mitnehmen? Oder so ein Reh? Einfach zum Streicheln. Hi. Hallo, Schneemann. Hat er mir gerade zugewunken? Au. Rebellion. Wozu brauche ich denn? Nimm ich lieber das hier. Bombarda! Contringo!
schade. Baut er sich wieder auf? Okay, schade das nicht. Da könnte ich mit dem Besen noch was machen, ne? Aber ich muss sagen, ich bin nicht wirklich scharf drauf. Auf die Besenquests. Also Quidditch und so ein Kram ist tatsächlich nichts für mich. Hallo, ihr komischen kleinen Tauben. Ihr landet alle mal in der Pfanne. Ja, da Gelbs die noch nicht erfunden ist, dürfen die ja auch noch frei rumlaufen. War der gemein? Ein bisschen war der gemein. Ist das Reh hier gerade runtergejumpt? So, dann warten wir mal. Geht es Wolkenschwinge gut? Nati hat mir erzählt, was passiert ist. Ich passe gut auf Wolkenschwinge auf. Versprochen. Mach dir keine Sorgen, Poppy. Gut. Was auch immer die Wilderer planen, Wolkenschwinge soll nicht in ihre Nähe kommen. Du sagtest, du wüsstest etwas Neues zu den Wilderern. Und dass es mit mir zu tun hätte. Stimmt. Ich habe im Eberkopf was mitbekommen und... Sie haben den Befehl von Victor Rookwood, dich sofort gefangen zu nehmen. Hat das etwas damit zu tun, dass Rookwood und Harlow dich nach dem Trollangriff in den drei Besen belästigt haben? Irgendwie schon. Aber gerade würde ich lieber von dir hören, was die Wilderer noch vorhaben. Sicher. Diese Brille ist so hässlich. Aber ich hoffe, du sagst mir, wenn ich helfen kann. Ich sehe einfach aus wie ein Arsch. Vor allem nach dem, was du für Wolkenschwinge getan hast. Oh. Sagt dir der Name Hornschwanzhalle etwas? Ich glaube nicht. Das hört sich falsch an. Warum? Was ist das? Offenbar das bestgehütete Geheimnis der Wilderer. Der Name wurde zweimal genannt, aber sie gingen nie ins Detail. Außerdem habe ich einen von ihnen prahlen hören, wie viel Gold sie verdienen. Sicherlich auf Kosten unschuldiger Kreaturen. Sie haben auch diese Gegend erwähnt und ich dachte, wenn wir uns etwas umsehen, finden wir heraus, was sie im Schilde führen. Wenn du meine Oma triffst, dieser Ausflug hat nie stattgefunden. Keine Sorge, Poppy. Wenn ich deine Oma je treffe, erwähne ich das hier nicht. Normalerweise sage ich ihr alles. Sie ist meine beste Freundin nach Wolkenschwinge, aber sie weiß, was ich von Wilderern halte. Ich glaube, sie fürchtet, ich könnte etwas Törichtes tun. Wie kommt sie denn nur darauf? Diese ja. Roboterstimme ist doch gefühlt mehr generiert als natürlich. Naja, ich werde mich wahrscheinlich immer beschweren. Ein Centaur. Sei vorsichtig. Ich dachte, das wäre die kleine Poppy, die angefangen hat zu furzen. Ein ganzes Schloss und Sie möchten ausgerechnet hier lang. Bitte, wir wollen keinen Ärger. Wir müssen nur hier durch. Halten Sie uns für dumm, dass wir nicht merken, wie immer mehr von Ihrer Art herkommen? Zusammen mit den Wilderern? Wir sind nicht auf Ihrer Seite. Im Gegenteil, wir wollen Sie aufhalten. Ich hoffe für Sie, dass das stimmt. Unsere Geduld mit den Wilderern und ihren Handlangern wird bald am Ende sein. Ja, macht die Wilderer platt, mir doch egal. Hätte ich gleich gedacht, wieso macht die doch platt? Müssen wir uns nicht drum kümmern. Er war durchaus charmant. Es hätte schlimmer kommen können. Zentauren mögen Zauberer nicht besonders. Und die Wilderer sind da keine Hilfe. Aber warum hat er geglaubt, wir hätten etwas mit Wilderern zu tun? Ich habe die Wilderer mit einigen Bewohnern von Hogsmeade sprechen sehen. Ich weiß nicht warum. Vielleicht sind die Zentauren deshalb misstrauisch. Und selbst wenn, für die Zentauren sind wir wahrscheinlich alle gleich. Alle Menschen mit nichts Gutem im Sinn. Es ist das dritte Mal, dass ich einen Sumpfkrattler derart erlebt habe. Es scheint, viele Tierwesen sind in letzter Zeit aggressiver als sonst. Das ist mir auch aufgefallen. Fast so, als wäre was im Wasser. Fast so, als wäre was im Wasser. Wie seltsam. Was meinst du? Ich weiß nicht, aber sieh dich um. Wenn die Wilderer hier waren, erfahren wir vielleicht warum.
Nachdem eine Sumpfkröte so krass drauf gewesen war, weiß ich halt nicht, ob das so eine gute Idee ist. Hey, ich kann mit Steinen schnattern. Aber macht das nicht den Reiz aus, das selbst zu machen? Oh, Hände hoch. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wer das als Kind auch oft gemacht hat. Warum haben sie ihre Käfige nicht mitgenommen? Das wäre mal ein guter Anreiz. Ich habe das als Kind sehr oft gemacht. Sofern ich am Fluss gewohnt habe. Pelze. Arme Tierwesen. Rauch. Sie können noch nicht lange fort sein. Money. Elegant formale Schuluniform. Oh, die sieht vielleicht gar nicht schlecht aus. Ich weiß jetzt nicht, ob das eine gute Idee ist. Aber eigentlich auf der anderen Seite. Boah, das Nachtgewand sieht schon gut aus. Ah, schwierig. Das passt nicht zum Rest. Das könnte gut passen. Aber 74. Ah, ist aber auch verbessert. Ist in meinen Augen so noch in Ordnung. Revelio. Du sollst nichts saufen, du Lümmel. Du sollst die Tasche... Das ist Koboldmetall. Was macht das in einem Wildererlager? Ich sollte Poppy davon berichten. Ich habe das Gefühl, dass hier uralte Magie am Werk ist, weil ich höre dieses Whispern. Irgendwas Interessantes? Hier waren Wilderer, eindeutig. Aber ich habe noch etwas gefunden. Es wurde von Kobolden gefertigt. Ich habe Koboldrüstungen gefunden. Suchen wir weiter. Aber vorsichtig. Nur Merlin weiß, was hier vor sich geht. Merlin weiß es auch nicht. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Was könnte Kobolde und Wilderer zusammenbringen? Den Hass auf mich. Revelio. Hey! Da unten. Ganz klar Wilderer. Aber keine Kreaturen. Was machen die denn hier draußen? Sehen wir uns das näher an. Die werden sich nicht freuen, uns zu sehen. Nähern wir uns mit Desillusionierung? Oder wollen wir das kriegen? Schwer zu sagen von hier oben. Sehen wir uns genauer um. Bei den Drachenkämpfen zu wetten, war meine bisher beste Entscheidung. Was? Okay. Langsam! Oh Mann! Ich mochte Gemüse noch nie. Bei Merlin! Man könnte meinen, die bewachen hier den Zaubereiminister persönlich. Was geht hier vor? Tja, finden wir es raus.
Findet es keiner irgendwie interessant, dass ein Fünftklässler allein hier gerade die ganze Menschenmassen vernichtet? Ah. Warte mal, hier gibt's auch irgendwo Reparum, ne? Reparum! Die haben gesagt, sie werden reich. Naja, 3 Gold halte ich persönlich jetzt nicht für reich. Aber okay, kann man mal machen. Ich finde es halt interessant, dass ich auf der einen Seite halt wirklich... Ja, ein eher leiser Ansatz ist wohl angebracht. Das ist Quatsch, wir haben die schon alle abgeschlachtet. Weil der auf irgendeinem Grund nicht... Revelio. Ich weiß nicht, ob das so sein soll, aber hier ist schwebendes Gras. Jetzt löst doch nicht diesen scheiß Zauber aus. Was? Bei Merlins Bart? Sind das Drachen? Oh! Illegale Drachenkämpfe. Ich kann's verstehen. Ein Drachenkampfring. Das ist die Hornschwanzhalle. Das erklärt den Namen und die Heimlichkeit. Kein Wunder, dass die Wilderer so oft in Hogsmeade waren. Sie haben dort sicher Wetten angenommen und Zuschauer angelockt, so voll wie es hier ist. Wie kann man an so etwas Spaß haben? Die Zentauren haben wirklich allen Grund, uns Zauberer zu verachten. Hier müssen noch mehr Drachen sein. Die Wilderer sind zu gierig, um nur 2 Drachen gegeneinander antreten zu lassen. Wir sollten ausnutzen, dass die meisten mit dem Kampf beschäftigt sind und uns umsehen. Aber diskret. Besonders du darfst nicht entdeckt werden. Oh, scheiße. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Ein Fuß vor dem anderen, so leise wie möglich. Was hat Victor sich dabei gedacht, mit ihnen Geschäfte zu machen? Von deiner Familie gehört? Hat sich einer deiner Brüder mittlerweile besonnen? Treten sie uns bei? Ha, sie sagen, wir gehen zu weit, dass wir mit Gewalt nicht bekommen, was wir wollen. Ich sage, wenn auch der letzte Zauberer erdolcht ist, dann habe ich mit Gewalt genau das bekommen, was ich will. Es widert mich an, an ihrer Seite zu arbeiten. Wie erträgt Renrock es bloß in Rookwoods Nähe? Abscheulich! Ich will mir den Drachenkampf angucken. Ich hab da richtig Bock drauf. Sie werden für ihre Taten bezahlen. Okay, das im Hintergrund hört sich schon echt geil an. Muss ich ja gestehen. Ah, eine magische Barriere. Oh, ich hätte gerne den blauen als Kumpel. Ich hätte gerne beide als Kumpel.
Aber es ist natürlich illegal, ist natürlich übel. Ich meine, ich feiere es jetzt hier, weil ich weiß, es gibt keine Sachen. Hast du die Kobolde gehört? Vanrock und die Wilderer arbeiten zusammen. Poppy, da ist etwas hinter dir. Was passiert da unten? Sie müssen sie gerade gefangen haben. Sie wehrt sich ziemlich heftig. Nicht gerade ein fairer Kampf, wenn sie so angekettet ist. Greifen wir ihr unter die Flügel. Ah, ich weiß halt nicht. Wenn sie dich fangen, bist du halt gefickt, ne? Im wahrsten Sinne des Wortes. Sieh nur, die haben ein Drachenei. Ein Hybride, wie es aussieht. Wir können es nicht hier lassen. Die haben sicher nichts Gutes damit vor. Schwebender Apfel. Erstmal einen Apfel essen. Hallo, Homura. Achso, das in der Mitte muss ich drehen. Jetzt werden wir bestimmt entdeckt. Gut, ich habe das Ei. Bereit? Das Überraschungsmoment verschafft uns nur ein paar Sekunden. Dann nutzen wir sie. Also das Angreifen hat er automatisch gemacht. Was ist jetzt so laut? Das war knapp. Du, dich suchen wir doch. Und du hast eine Freundin dabei. Das ist mir gar nicht gefallen. Na komm! Können wir die nicht einfach... Oh, du Ratte! Arresto momento.
Kommt, Pringo! Finde ich gut, dass sie uns speist. Hat das jetzt geklappt? Hoffentlich frisst ihr uns nicht. Das war keine gute Idee. Das finden wir dann wohl raus. Happa, happa, komm, Frühstück. Nom, 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 nom. Wer hat uns jetzt geschützt? Mach's gut. Ich habe keine Ahnung, wer uns jetzt gerade geschützt hat. Da, schnell! Komm mit, Poppy! Oh mein Gott. Ich begehe gerade eine Sünde. Ich nehme das USB-A auf USB-C-Kabel, das längste, was ich habe. Das war ein schwarzer Hybride. Das Ei in unserem Besitz gehört wohl dem Drachen. Sie wusste sicher nicht, dass sie es hatten. Ansonsten wäre sie nie gegangen. Was jetzt? Sie hat uns ja keine Einladung gegeben. Ich weiß es nicht. Heute kam alles anders als erwartet. Erst die Kobolde, dann der Kampfring. Und ein Drachenei ist das Letzte, mit dem ich gerechnet hatte. Und die Wilderer haben uns gesehen. Das ist nicht gut. Da das Drachenweibchen weggeflogen ist, können wir das Ei behalten? Besser wir als die Wilderer, zumindest vorerst. Aber ich finde nicht, dass wir es dauerhaft behalten sollten. Vor Professor Weasley können wir es jedenfalls nicht ewig verstecken. Sollten wir Ärger von den Wilderern erwarten, nachdem sie Ärger mit uns hatten? Wir sollten davon ausgehen. Die sind nicht gerade nachsichtig. Ach, die Mama. Leider hast du aufgrund unserer Taten jetzt eine noch größere Zielscheibe auf dem Rücken als vorher. Ah, kein Problem. Herumstehen hilft uns auch nicht. Bringen wir uns in Sicherheit, dann besprechen wir alles. Stimmt. Wenn die Wilderer etwas können, dann ihre Beute aufspüren. Und im Moment sind das wir. Tja, ich würde sagen... Wir sehen uns dann später im Schloss. Ah, klar, Mädchen. Ich würde sagen, das war doch super. So, bis zum nächsten Mal.